Okay, das funktioniert nicht. Aber wo sind denn hier noch welche? Ich muss doch die. Weil ich glaube, wenn ich nämlich nicht diese Nebenmission erledige. Deswegen ist es so gewesen, dass ich das jetzt alles nochmal machen muss. Scheint mir zumindest der Fall zu sein. So, hier lang. Gut, hier gibt's keine mehr, ey. Weißt du was? Hier, komm. Zack. Und. Bäh. So. Hallo. Autsch. Ja, komm. Hier. Na komm, bewegt euch. Na kommt. Na komm, bewegt dich. Zack. Schade. Ja gut, selbst wenn wir, glaube ich, diesen Auftrag nicht erfüllen können. Und tschüss. Oder hatten wir schon mal gegen den gekämpft? Wer hat meine Schildträger getötet? Wer war das? Ne, ich glaube, gegen den haben wir noch nicht gekämpft. Level 19. Ach Mist. Ergib dich und ich werde vielleicht Gnade walten lassen. Nette Idee, aber nö. Jetzt ist aber mal gut hier. Ach, scheiß Dings. Ja, komm, hier verbrauchen wir die ganzen Punkte weg damit. So. So. Sehr schön. Na. Okay, wir haben eine Chance zu entkommen. Das ist wie immer sehr gut. Das ist jetzt, ist angepasst. Das ist schlecht. Okay, komm. Töte ihn. Wunderbar. Nieder mit ihnen. Ah, Mist. Das ist ja immer wieder dasselbe. Ja, freut dich. Sehr schön. Kenn ich schon, Kumpel. Oh. Ja, oh, wow, was? Oh, ja, yeah, er ist benommen. Er ist... Scheiße. Nein, ich will nicht sterben. Nein. Nein. Vergiss es. Ja. Sehr schön. Explosionszeit, du sagst es. Mein Bruder. Autsch. Wie schnell ist hier die Kombo vollkriegt? Ich hab schon wieder Angst. Also hier kriege ich schon wieder Angstzustände. So. Okay, der Typ hat sich. Was? Hat der Typ sich aufgeladen?
Oh, leck mich. Niemals. Genau, von hinten ist nämlich die Schwäche. Das Problem ist halt, man muss erst nach hinten kommen, um ihn überhaupt... Ne? Mist, kein Fall mehr. Verdammt. Der Typ muss herkommen. Er muss zu mir kommen, ich habe eine Idee. Da muss zu mir kommen, ich habe eine Idee. Ich riskier's. Wie zäh ist das denn? Ich habe ja bis jetzt auch noch nicht mal so einen Supermove hinbekommen. Jetzt aber. Naja, nicht sehr gut. Angepasst, leck mich. Oh, Hilfe. Ja, töte deine eigenen Leute. Das ist das Beste, was du machen kannst. Ja, komm. Mist. Na komm, nein. Ich will nicht sterben. Oh fuck. Alter, au, 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 nein, bitte nicht. Und tschüss. Oh, fuck. Mordor hat keinen größeren Krieger als Tuhorn. Du kannst dich geehrt fühlen, durch mich zu sterben. Alter, der Typ war Stufe 19. Wie lame. Was war das bitte schön für ein Kack-Mist-Match? Ich könnte heulen. Tuhorn hat dich getötet. Ja, komm. Ist episch geworden. Naja, gut. Okay, hier ist noch was offen. Diesen Typen... Okay. Schade. Richten Na gut, dann machen wir erst aus. Mal. Nicht hier, aber da draußen. Wir werden Mordor unterwerfen. Na gut, dann helfe ich erstmal der guten... Der Ehen da hier, unsere Mitstreiterin, dessen Namen ich jetzt nicht weiß. Ich muss das Leuchtfeuer anzünden. Ich mach mal ein ganz kurzes Break. Ein ganz kurzes Break, aber es geht gleich weiter. So, und da bin ich wieder zurück. Ich musste ganz kurz die Soundaufnahme speichern, also die Sprachaufnahme, denn das Problem ist, ich nehme ja mit Audio City auf und ja, wenn man über 3 Stunden aufnimmt, kann es passieren, dass mein Renderprogramm, also mein Schneideprogramm, sagt, dieses Format, nö, Audioformat wird nicht unterstützt. Ist zu lang und falscher Parameter, deswegen musste ich kurz Break machen. Und ich würde auch sagen, wir machen jetzt noch diese eine Mission. Ne, mit dem Auserwählten. Und dann wird es auch erstmal wieder Zeit für eine Pause. Unerledigte Angelegenheiten. Tür, was? Ein Sieger über den Kopf. Ja, okay. Gut, den werden wir noch besiegen. Hoffentlich. Und genau, jetzt ist er nämlich sofort da. Ohne dass wir erst die ganzen Nebenaufgaben erledigen müssen. Ja,
Und ich werde ihn diesmal wirklich besiegen, also. Stimmt. Nur wenig kommt der Schild. Erstmal schön von hinten. So, jetzt aktivieren wir mal kurz das hier. Zack. Und bam. Sehr schön, der rennt weg. Oder will der abhauen? Bleib hier, du feige Sau. Na gut. Du bist bloß ein Witz. Und noch dazu bist du bald tot. Okay, warte, Elfenblut aktivieren. Mal gucken, vielleicht habe ich ja Glück und kann ihn vielleicht doch übernehmen, weil ich ihn schon gern haben möchte. Aber ohne, dass ich diesmal sterbe, bitte. Also, ist ein Witz, wenn ich jetzt wieder sterben sollte. Aber auch wenn es jetzt 10.000 Gegner sind. Sehr gut. Angepasst. Okay, ist schlecht. Sehr schön. Jawohl. Okay, Frostattacken sind gegen ihn immun, also kann ich gar nicht erst drüber springen. Oh, leck mich doch, ey, echt jetzt? Schon wieder? Na komm. Stimmt, er hat angepasst. Ja, ist immer dasselbe. Guck hier, zack, bam, boom, so. Frostpest. Ja, ist mir egal. Ja, stimmt, Hinrichtung ist im Eimer. Ja, erstmal einsammeln. Sonst nichts Besseres zu tun. Ja, immer schön von hinten. Ah, Mann. Schade. Mann. Das ist ja immer wieder dasselbe. So, na gut, ich versuche es jetzt nochmal hier mit dem Kopf. Nein. Okay, er ist vergiftet. Bringt uns natürlich auch wieder nicht viel. Es reicht, wenn ich dich kriege, du Hans. Keine Elfenbeschüsse mehr. Ja, weißt du, jetzt 101. Jetzt geht's um alles. 101-Kampf. Ja, jetzt könnte ich ihn theoretisch strecken. Komm, fall hin. Verdammt. Nein. Ja, genau, von hinten. Nein. Von hinten, nein. Das ist ja immer wieder dasselbe.
Ja, jetzt. Ja, ja, komm, komm, komm. Und. Nein, nimm ihn doch, Mensch. Was machst du denn für eine Scheiße? Du sollst den nehmen, Mann. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Allmählich gewöhne ich mich an deinen Gestank. Das gibt's doch nicht. Der. Ja, komm, jetzt wird der Typ noch stärker, ey. Ich. Ja, jetzt. Okay, ich muss. Ist doch furchtbar, ist es. Es ist so furchtbar. Aber ich muss langsam mal zu meinen Leuten gehen, meine Leute unterstützen. Diese Orks sind abscheulich. Und um sie zu besiegen, müssen wir schlimmer sein. Ja, müssen wir schlimmer sein. Haha. Toll. Hat er den scheiß Typen nicht absorbiert? Mann. Ich habe nicht die Geduld für Folter. Man muss dann kreativ sein und beharrlich. Ich schlage Trotteln lieber den Schädel ein. Mhm. Die Trottel werden sich noch wundern. Was ist das? Erzürn? Ja, hier, guck mal hier. Zack. Bam. So. Boah, Alter. Das ist immer noch erzürnt. Das ist weniger schön. Alter, jetzt ist gut. Nein. Wo kommt der denn jetzt her? Was? Was? Ein Was? Ein Wort, was? Nee, komm, Leute, ey, ihr seid doch scheiße. Ihr seid doch scheiße. Genau aus dem Grund bin ich lieber hierher gegangen, weil wenn sowas passiert, nämlich... Wie gesagt, ich habe keinen Bock, dass meine Leute sterben. Na los, mach von mir aus mit. Ohne einen Kampf geben wir nicht auf. Jawohl, wir kämpfen jetzt gegen 10.000 von diesen Schwachköpfen. Und unser ist gestorben, ne? Wir haben es nicht geschafft, ne? Das tut weh. Und was? Ja, genau. Ey, komm. Alter. Ich wünschte, ganz Mordor könnte das sehen, Tark. Mein Urteil verdient Publikum. Da hat er uns erstmal erdrosselt. Einfach mal. Das meinte ich, was... Weißt du, ich dachte, kannst du ihm vielleicht helfen? Jetzt habe ich es natürlich vermasselt, jetzt ist meiner gestorben. Nein, er war erfolgreich. Ja, der ist aber jetzt tot, ne? Nein, er ist geflogen, okay. Gut, ich glaube, fliehen ist auch noch in Ordnung. Auch geflohen, okay. Okay, gut. Wir könnten den befehligen. Mal gucken. Ausbildungsbefehle zum Leibwächter machen. Ausbildungsbefehle, ja. Augenblick bitte. So, und da bin ich wieder zurück. Ja, wir wollten jetzt unseren Leibwächter Normalraut. Ein Gefolgsmann erhält ein Karakor als Reittier. Epische Ausbildung. Fluchtwächter.
Ausbildungsbefehl erteilen, wir machen mal das. Warten auf Käufe, was? Nein! Ich will doch gar. Was habe ich jetzt für ein. Okay. Ja, aber kann ich nicht zum Leib. Ach so, eindringen. Moment, hä? Damit er seinen Wert in der Kampfgruppe. Genau, das wollte ich nämlich machen. Sein Wert in der Kampfgruppe. Neuer Erzfeindauftrag geschaffen. Sehr schön. So. Gut, wir sind wieder gestorben, haben es aller. Manchmal vergesse ich, warum ich kämpfe. Nein. Vergiss niemals. Wir haben eine Aufgabe. Verliere dich nicht in Schlachten, wenn es einen Krieg zu gewinnen gilt. Okay. Juhu! So, jetzt lass mich noch mal auf der Karte gucken, nachdem wir es ja vermasselt haben. Dieses Gebiet müssen wir immer noch einnehmen. Hier haben wir noch ein Artefakt. Hier haben wir noch dieses. Ah, ich würde schon gern noch diese eine Basis erobern. Aber nach dieser Basis werde ich dann wirklich erstmal ein Folgenpäuschen machen. Ich kenne dich! Dich habe ich schon mal getötet! Du machst mir keinen Ärger! Wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz, Leute. Das kann doch nicht wahr sein. Ja, Sprungblockade, okay. Alter. Das kann doch nicht. Na, was denn jetzt? So. Sehr schön. Oh, ey. Nein, du blöder Kacher. Ja, komm. Jetzt übernimm den, Mann. Oh, Leute. Nein, du nicht. Du darfst leben. Du musst sterben. Sehr schön. Boah, endlich noch eine letzte Errungenschaft. Ich werde deine Befehle ausführen. Wie du befiehlst, Anführer. Gut. So, wir wollten jetzt nochmal die letzte Aufgabe erledigen. Mann, ist das nervig hier. Ist das nervig. Aber gut, wir haben wieder einen neuen dazu bekommen, was auch nicht so schlecht ist. Damit. Okay, locke hervor, indem du seine Wilden tötest. Okay, ein neuer Hauptmann. Ich werde dir zeigen, was das Wort wild bedeutet. Ja, Vorsprung-Schleichtötung. Ah, jetzt haben wir wieder diese Vorsprung-Schleichtötung. Vor der Tür Alarm schlägt oder sonst irgendwas. Hm.
So, eins. Wo ist er? Wo ist er? Da ist er. So, hepp. Nein, du bist da. Ja gut, übernehm ihn. Ist jetzt auch egal. Komm zu Papa. Na komm, na komm, na komm. Jawohl. Sehr schön. So, zweiter ist tot. Und jetzt kommt natürlich gleich der dritte. Wo ist er? Wo ist er? Nein, verdammt. Kommt der letzte, danach ist alles egal. Egal was es war. So, das können wir alles erledigen. So, weg damit. 1 von 10. Und los, und bam. Sehr schön. Ja gut, das Problem ist, die Wilden, das sind ja die mit den zwei Äxten, das sieht man ja hier. Sehr gut. Alter. So. Ja, sehr gut. So ist erschienen endlich. 25. Meine Wilden waren wohl doch nicht so wild. Macht aber nichts. Ich bin umso wilder. Ach komm, du bist 25, Alter. Was willst du mir schon entgegenzusetzen? Mann? Ich weiß, wie es ist, vom Tod zurückzukehren. Ich fiel ihm auf dem Schlachtfeld anheim. Bis mich kriechende, windende Wärme überkam. Aber tausend zuckende Magen krochen über mich und in mich hinein, fraßen das tote Fleisch von meinen Wunden. Jetzt sind sie bei mir, für immer. Eine kriechende, sich windende, ewige Qual. Jetzt überlege ich mir wirklich, ob ich den Typen leben lasse oder ob ich den lieber doch töten soll. Eine windende Qual. Oh, er ist immun gegen Hinrichtung. Wow. Weißt du was? Ausrasten. Ja, geil. Was? Okay. Noch einer. Was? 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 Wieso? Hallo? Leute, macht man ruhig hier. Zornig. Kommen denn die jetzt auf einmal her? Au, au, au. Alter, leck mich doch. Alle auf einmal, so eine. Was soll denn der Scheiß, Mann? Oh, danke schön. Was? Der hat mir geholfen? Alter. Wer den Tag angreift, greift auch mich an. Ja, ich bin tot. Danke für eure Rettung, Leute. Danke für die Rettung, aber... Ja, das war's dann wohl. Du hast gut gekämpft für einen Tag.
hast sogar den Schild erwischt. Doch ich bin ungebrochen und blicke auf deine Überreste. Ja, das ist ja sehr schön gewesen. Zeit verstreicht. Was haben wir hier noch? Also wir haben ja hier noch den Arena-Kampf vor uns, zum Beweisen, dass er würdig ist, zu dem Typen zu kommen. Was ist mit dem? Den haben wir immer noch im Visier. Bei dem ist auch noch alles in Ordnung. Okay. Na gut, da würde ich mal sagen, werde ich ab hier mit dieser Schmach leben müssen und erstmal ein kleines Folgenbrötchen machen. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, gerne ein Like da lassen oder eben einen Kommentar. Und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder und ich hoffe, wir werden in der nächsten Folge erfolgreicher sein. Wir können natürlich jetzt schon die Festung angreifen, aber wie gesagt, in der nächsten Folge vielleicht. Und bis dahin erstmal tschüss.